Dann sind wir in deiner Heldenphase. Da machst du? Nichts. Dann sind wir in der Bewegungsphase. Da machst du hier vorne erstmal am Anfang? Nichts. Aber am Ende der Bewegungsphase darf ich endlich mal würfeln, ob neue Einheiten nachkommen. Genau. Und wir haben mal ausgemessen, die Aufstellungszone, die ist hier so 24 Zoll und dann geht die bis zum Rand 36 Zoll hier vorne rüber. Bis hierhin darf Stefan aufstellen, wenn seine Verstärkung kommt. Muss eigentlich 9 Zoll vom Gegner weg sein. Ups, jetzt habe ich hier unten den Würfel verzogen. Von der Kante bis nach hier vorne sind es 9 Zoll. Das heißt, diese Fläche hier vorne hat er zur Verfügung. Wen möchtest du denn als erstes versuchen, da reinzupacken? Die Hexwraiths. Okay, auf nach 5 plus. Ne. Dann möchte ich die Grimgast Reaper holen. Mhm. Auch die kommen nicht. Und jetzt geht's um die Charakter. Lady Olinda zuerst, die hält am meisten aus. Die kommt nicht. Der erste Knight of Shrouds kommt nicht. Der Spirit Torment. Oh Mann! Kommt nicht. Und dann haben wir noch den Knight of Shrouds on Eternal Steed. Der kommt. Oh, damit ist der Teil schon rum. Nighthawk lassen sich heute entspannt spielen. Du hast auf jeden Fall nicht so viel zu tun und so viel zu beachten. Das ist nicht, ne, so richtig. Man muss es auch mal reframe eine Runde, nicht? Eben, genau. Man muss es mal von der positiven Seite sehen. Ja, okay. Dann, dementsprechend hat er prinzipiell einen 9 Zoll Charge bis zu der Kante. Ganz genau. Und bräuchte allerdings, um stehen zu können, da vorne. Ein 10er. Logge. Jo. Will er auch. Versucht er auf jeden Fall. Ja, ein 4er, das wird nichts. Aber du hast noch Command Points, 4 Stück. Ja, komm, hauen wir mal einen raus. Hast ja nichts davon, wenn du dir aufsparst. Ein 6er, das ist nicht besser. So zieh ich dir die. Die Pinken werden als erstes aktiviert. Genau, und da peilen wir mal ordentlich ein Ründchen rein. Ja. Schiebt sich hier ganz vorne zwischen. Über uns wird wieder extrem laut Musik gehört. Ich hoffe, dass uns da nicht anschließend die GEMA in den Nacken klatscht. Das wär's noch. Ja. Ich glaube, das sind nicht mal Songs, die GEMA kennt. Das kann gut sein. Also. Ja, der war vielleicht ein bisschen weit. So, dann geht er noch mit rein und dann haben wir bis auf 3 Stück alle im Nahkampf. Du flüsterst das ganz leise. Dann haben wir bis auf 3 Stück alle im Nahkampf von Spreecopter. Aha! Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. Und 2 Stück sind innerhalb von 2 Zoll zu netzen. Genau. 2 Stück minus 1 auf Treffen wegen den Netzen. 9 mal Netze. Wir haben nochmal nachgezählt, da standen ganz schön viele Netze rum. Dann haben wir 5 Treffer von denen. Genau, und 2 Stück haben wir dann ohne Netze. Jo. Auf die 4. Da haben wir nochmal einen Treffer, der hätte auch mit Netzen getroffen. Mhm. Und auf die 4 verbunden. Haben wir 6 Verwundungen, den habe ich gerade gedreht. So. 6 mal auf die 6 safen. Dann ist einer gesaved, einer ist tot, 2 sind tot und der dritte, der schon einen Lebenspunkt verloren hat, ist ebenfalls noch weg. Ich habe hier vorne mal ein bisschen vorgemessen. Oh, der geht da rein. Der geht hier vorne, hier vorne rum. Und der hier kommt sogar bis hier rein. So. Und dann. Oh Mann, das ist ein bisschen chaotisch. Genau, der würde bis nach hier hinkommen. Die kommen hier so alle rüber. Yep. So. Die hier hinten bewahren alle noch die Coherency. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Die muss ich noch ein bisschen schubsen und schieben hier. So. Oh Mann. Hallo. Damit das Netz noch hier in diese Reihe reinpasst. Die wuseln alle. Genau. Da werden nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Netze in die reinschlagen. Und ja, komm, ich nehme alle. Ja, alle 6 Netze in die Reihe. Jetzt sagt auch der Einheit raus, dementsprechend noch über 30. Die Netze treffen auf die 4, dürfen 1 wiederholen, weil der Mond munter scheint. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Da möchte ich mich nicht direkt beschweren. Ja. Okay. Und verwunden auf die 3. Das sind 6 Stück. Was safe. Ja. Wow. 5 Stück stehen. Die normale Waffen auf die 4. Auch da dürfen 1 wiederholt werden. Und der Chef auf die 3. Ja, super. Da wird eine 2. Die verwunden jetzt auf die 2. Und da kommen natürlich 2 Einsen um die Ecke. Sind 3 Saves.
Ah. Und 13 Speere auf die 5en. Einsen wiederholbar. Ja, ja. Das ist, die sind motiviert, würde ich sagen. Und auch die, ja, und auch die verwunden auf die 2en. Aber 2 Einsen müssen, ne? 4 Stück. 5er safe. Keine Ahnung. Oh, nochmal 4. 2 sind aber für die Roten auf die 5en. Einer. Auf die 2, nix da. Die Chambers bauen dann auch einmal noch nach die roten Nasenbären. Sind allerdings alle in Netzreichweite. Also auf die 5. Ja. Eine. Da hat das Netz aber ordentlich zugeschlagen. Und auf die 4. Keine. Vorne ist Quick Hopper an. Kann nur der Boss zuschlagen, weil die haben halt 1 Zoll Reichweite nur. Und auch die Nahkampfwaffen von denen. Also zuerst einmal der Squick auf die 4. Und auf die 3. Nix. Und der Boss auf die 5. Yep. Und wieder auf die 5. Beziehungsweise der Boss sogar auf die 4. Aber trifft auf die 4 und verwundet. Ein 5er safe. Genau. Der steht. Und der steht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dementsprechend ist die Nahkampfphase rum. Und wir müssen nach Battleshock-Test gucken. Ich habe 2 verloren. Habe nach wie vor einen Bravery-Wert von 7. Und werde noch einen Command Point dadurch. Und bei den Squick Hoppern hast du 3 verloren, ne? Fupp. Stimmt. Dann gebe ich für die Squick Hopper meinen Command Point aus. Und wenn jetzt auf einer 6 einer wegrennen sollte, dann wäre mir das egal. Ist aber eine 4. Ist ja noch viel besser. Du musst für Ich habe 8 Modelle verloren bei dem Pinten Chain Rasp. Ich habe eine 10er Moral, das heißt 1 und 2 wären okay gewesen. Bei einer 5 fliegen 3 Stück. Da gehen noch mal ein paar. Fomp. Roll auf für Runde 3 hier. Komm, zack. 5 fliegt der Dennis in. Was hast du denn? Eine 3. Oh, weißt du, wer anfängt? Du. Squicks. Ja. Squicks und Gobbos und Gelumpteins. So, dann starten wir jetzt einmal komplett regulär. Ich würfel als erstes, was der Mond so veranstaltet. Mit einer 5 wandert der ein Feld weiter. Das heißt, der Mond scheint nicht mehr in der Mitte, sondern scheint jetzt hier in diesem Quadraten, das heißt 36 Zoll von der Kante und 24 Zoll in die Mitte rein. Das ist vollkommen im grünen Bereich. Und Skragger the Lone King bekommt W3 zusätzliche Kommandopunkte. 3! Dementsprechend bekomme ich 4 oben drauf, habe 6 und noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. The Lone King wird auf diese Einheit hier vorne seinen Zauber grüne Wut, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf jeden Fall grüne Missgunst. Ich guck mal nach, wie das Ding heißt. Das hat so ein große grüne Gehässigkeit, heißt der Spaß. Carsten. Ja, mit einer 10, aber doch mal tiefenentspannt. Das heißt, es gibt jetzt W6 tödliche Wunden. Das sind 4 tödliche Wunden in den Trupp, der aus 4 Leuten besteht. Nee, ja. Ja, sind 4, ist vernichtet. Der Shaman möchte gerne auf die Jungs hier den krabbelnden Schrecken casten. Dann dürfen die nämlich rennen und trotzdem noch angreifen. Ich brauche prinzipiell eine 7, das heißt, dadurch, dass der Mond scheint und er sowieso plus 1 bekommt, reicht mir eine 5. Aber ich habe auch eine 7 erwürfelt. Dementsprechend, kannst du eigentlich bannen? Nee. Okay, dann dürfen die rennen und chargen. Jetzt sogar noch Zauber. Was gibt denn da? Machen wir mal nochmal Mystic Shield auf die. Letztes Mal habe ich es vergessen. Es geht auf jeden Fall durch. Und dann sind die gemistig schildert. Kommen jetzt in eine Bewegungsphase. Die wollen gerne rennen. Die haben 10 Zoll plus 1. Das sind 11 Zoll. Da muss ich mal messen, wie ich die schön hier hinten an denen vorbeigequetscht bekomme. Hier oben haben sie sich alle mal so ein bisschen da, ne, das gemütlich gemacht und drumherum gestellt, um gleich da unten reinchargen zu können. Dann nehmen wir jetzt mal die Jungs da vorne. Die wollen auch gerne rennen und boink boinken. Wow. Mit 9 Zoll wird das aber, glaube ich, nichts. Die hier gleich mit ihrem Artefakt, die noch in der Reroll-Bubble hat, muss sie auf jeden Fall rennen, sonst wird das nichts. Das sind 4 Zoll oben drauf und dann darf sie sich jetzt 12 Zoll bewegen. Ups, da wechsle ich mal kurz die Hand. Und guck mal. 12 Zoll, das war großartig. Boah, dann krabbelt sie nämlich einfach mal. Scragger, mach dich auf den Weg. Ich hoffe, eine Spinne dabei.
und steht da. Mann. Stefan kennt meine Armee schon besser als ich. Das Artefakt ist egal, weil der Mond hier vorne scheint. Hm. Machst du nix. Übrigens, die Squeakhopper sind hier vorne rübergegangen, um so ein bisschen zu screenen, damit hier vorne nicht zu viel reinschockt. Jetzt ist natürlich die gute Frage. Was tun? Ganz einfach, diese Spinne hier vorne hat das enorme tierische Bedürfnis, tierisch bei einer Spinne, den hier nach dem Weg zu fragen und ihn danach zu verspeisen. Also mal schön auf 3 Zoll ran. Dann habe ich nämlich auch meinen Würfelhaufen hier vorne wieder. Hepsa. Die Boygrot Bounders da drin wollen auch laufen und rennen dabei. Das sind 9 Zoll. Damit komme ich jetzt auch nicht so monsterweit. Dann werden wohl auch die ein bisschen die Reinschockzonen schützen. Indem wir sie jetzt da hinsetzen, ist hier einmal zumindest an dieser Seite ebenfalls der Nachschub abgeschnitten. Da vorne muss ich jetzt die große Spinne drum kümmern und die wollen jetzt rein. Das heißt, zuerst einmal die, die haben 5 Zoll plus 4 Zoll, das sind 9 Zoll. Das heißt, dann kommt er einmal mit 6 Zoll bis nach hier und darf dann prinzipiell noch 3 Zoll nach vorne. Das heißt, der erste ist hier vorne so. Oh, dann kommen die anderen Squeaks hinterher. Nimm. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker Geister. Lecker, lecker Hemdchen. Da kann man mal reinbeißen. Zack. So, dann stehen die da rum. Und die Jungs, die machen sich das nicht so schwer. Die hüpfen einfach hier oben drauf. Und bauen von da die nächsten 9 Zoll auf. Denn die Nachschubtruppen, genau, die Mauer war eingerissen, aber die Nachschubtruppen, die dürfen halt immer nur in der eigenen Aufstellungszone ankommen. So. Und dann 9 Zoll oder weiter als 9 Zoll vom Gegner und 6 Zoll um den Rand oder? 6 Zoll innerhalb von Spielfeldkante. Ah. Ja, weißt du was, dann lasse ich die noch rennen, weil dann brauchen die gar nicht da am Rand stehen. 2 Zoll, dann kommen sie zumindest noch so bis hierhin. Hup. Genau, der hat es ganz eilig hier. Das sind doch mal motivierte Squeaks. Aber die hatten auch noch nichts zwischen ihren kleinen, lieblichen Beißerchen. Abgesehen natürlich von ihm. Er hat da schon sein Essen mit. Ja, außerdem haben wir ja noch so einen Treiber dabei, den können sie ja im Zweifelsfall. Der macht den ganzen Gong, Gong, Gong. Im Moment macht er schöne Musik. Aber wenn der Hunger zu groß wird, dann kann man den mal nehmen, das ist richtig. Damit ist allerdings auch meine Bewegung einmal komplett rum. So richtig viel habe ich jetzt nicht zu tun, außer einmal zu schießen. Weil ich mit der Spinne dummerweise gerannt bin, darf die nicht schießen. Das heißt, dass Gregor Balloon King in die 5 Chain Grasp rein schießen wird. Auf die 3. Einen darf ich wiederholen. Ja, läuft. Was ist da denn für ein Rummel? Auf die 3. Guck mal, zumindest 2 Stück. 2 Fünfer. Keiner. 2 Tote. Das ist ja total Banane. Die sind ebenfalls gerannt und ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mal eben schauen. Krabbelnder Schrecken heißt, die dürfen im selben Zug sogar schießen und angreifen. Wunderbar. Ich meine, die meisten, die hier in dem Pott drin sitzen, die sehen die Jungs da unten nicht. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die hier vorne an der Wand entlang können sie noch sehen. Das heißt, 8 Stück schießen in die Reihe. Und darf auch noch in die da rein. Obwohl, das wäre in der Heldenphase gewesen. Mal gucken. Ich hätte drunter würfeln müssen und hätte der Vollständigkeit halber 3 Mortal Wounds reingeknallt, aber ich habe den Teil vergessen. Insofern schießen jetzt einfach die da rein. Die 8 Spinnen haben 16 Schuss auf die 5ern. Oh, schön. Obwohl ich den 6. gleich lieber im Nahkampf gehabt hätte. Da ist auch noch eine 6. Weg mit dem Schwachsinn hier. Und jetzt auf. Wunderschöne 5. Ja, die Pilze sind mit mir. 2 Stück sind da. Kein. Für was hilft? Keiner. 2 Tote. Wie viele sind noch da? Nur noch der Chef. Nur noch der Chef. Das ist der mit dem großen Banner, nicht? Ja, mit der Fackel. Spinnchen wollen gerne chargen. Und mit 5 Zoll haut das auch hin, weil die Spinnen Gelände ignorieren. Die stürzen sich alle runter. Die schützen sich da munter runter. Und hier der auch noch darunter.
Und die anderen bleiben einfach so ein Ründchen hier oben stehen. Wobei die sich nicht ganz so doof dahin stellen. Also jetzt war ich total motiviert, weil ich unten reinkomme, aber zumindest drei sollten sich ja schon so hinstellen, dass sie dem auch Böses antun können, nicht? Die Skitter Strand Arachnarok möchte gerne in den Night of Shrouds rein und schafft das mit 9 Zoll relativ entspannt. Eigentlich ja umgekehrt, ne? Wieso? Die möchte den Night of Shrouds in sich reinschaufeln. Das ist auch richtig. Zack. Vielleicht möchte die den auch von innen auffressen. Und hat für sich selber so eine Idee, vielleicht kann ich dann reinkrabbeln. Die Beine in ihn rein, auf die 4. Oh, das ist nicht gut. Keine Rerolls. Und auf die 3 plus. Das sind dafür allerdings 3 Stück. 3 Vierer Saves. Jo, steht ein Schaden. Dann 3 totlose Dino. Wow. 2, dann kriegt er einen Schaden. Genau. Und dann mit ihren Klauen. Trifft auf die 2, auf die 5 plus gibt es eine W3 Mortal Wounds. Das heißt, es gibt zweimal W3 Mortal Wounds. Die Dinger hier verwunden auf die 4. Ja, die verwunden auf die 3, das heißt noch einmal rüsten. 4er Safe. Steht. Jo, der steht. Dann gibt es nur 2 W3. Das sind 4 Damage. 4 todlose Diener. Einer steht, dann bekommt er 3 Damage noch. Ja, nice. Dann hat er noch ein paar Leben, nicht? Mhm, 2 Stück. The Chain Wrath paut auf die Moonclan Grotz drauf. Auf die 5 plus, weil da ein Netz in der Ecke ist. Der will es nochmal wissen. Mhm. Und auf die 4 plus. Auf die 4. Nicht. Und so will der wissen. Beeindruckend. Ja, nicht. Der Stab war halt ein bisschen zu schwer. Ganz müde. Dann jetzt hier vorne. Und die kuschelt sich noch ein bisschen hier rüber. Und der so, damit das auch ein Zoll ist. Dann habe ich da 4 feine Spinnen. Die machen jetzt einfach den essentiellen Teil. Eine 5 plus dabei und der ist durch. Ja. Ja, mich deucht. Das war's. Ja. In der Shrouds in die Skitter Strand Arachnarok. Genau. Und der haut erstmal mit seinem Schwert der gestohlenen Stunden zu. Auf die? 3 plus. Mhm. Und verwundet auf die 3 plus? Keine. Mhm. Und dann kommt das Pferd noch mit seinen Hufen um die Ecke. Auf die? 5. Auf die 5? Ja. Das ist nicht. Nee, so gar nicht. Hast du nicht gerade gesagt, er schafft das in 2 Runden? Potenziell. Ah. Weil sein Schwert macht 4 Attacken auf die 3 auf die 3. Bei dir hätte es funktioniert. Also einer zumindest und was? Ja, guck mal hier. 4 Attacken auf die 3 auf die 3. Ja, so machen wir das. Sag ich ja. So, zumindest 2. So, und jetzt 2. Sind 2 Treffer mit Ramp minus 1, Schaden 2. Auf die 5, dann hätte er schon mal 2 Damage. Ja, siehst du? So würfelt man, Stefan. Muss ich mir nochmal ein bisschen Nachhilfe geben so lassen. So geht allerdings der Spinne gerade gut. Und die Spinne sorgt dafür, dass auch diese Zone blockiert ist gerade. Korrekt. Am Ende meines Zuges muss allerdings keiner von uns einen Battleshock-Test machen. Das ist auch schon mal ganz gut. Mhm. Ihm geht's gut. Die müssen keinen machen. Sind ja Geister, vielleicht sind sie noch da. Und wir starten mit Nighthound. Zug 3. Endlich wieder einen Helden da und kannst in der Heldenphase was machen. Ganz genau. Und zwar benutze ich die Befehlsfähigkeit der Herr der Geister auf sich selbst für einen Befehlspunkt und damit bekommt er einen Attackenwert dazu. Oh, nicey. Genau. Das war's mit der Heldenphase? Ja. Dann kommt jetzt die Bewegungsphase. Unglaublicherweise werde ich stehen bleiben und mich dieser Challenge mal hingeben. reinkommt keiner? Nein. Geht ja nicht. Das ist richtig. Dann kommt die Beschussphase. Mhm. Einfach der Vollständigkeit halber. Der Vollständigkeit halber mache ich jetzt auch nichts und gehe damit über in die Charge Phase, wo ich auch wieder nichts. Ja komm, haut zu. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, 3. Auf die 3 also. Und du verwundest auf die? 3. Ah. Genau. Dann haben wir 2 Verwundungen mit Rank minus 1 und Schaden 2. Ja, dann kommen jetzt 2 5er Saves. Oder auch nicht. Das damit hat sie schon die ersten 4 Wunden runter. Und zack. Dann kommt noch sein Pferdchen hinterher auf die 5. Und das war nichts. Man kann es ja mal versuchen. Okay, dann geht's einfach hier weiter. Sie wieder mit ihren. Ja, ich fange einfach mit den tödlichen Wunden an, ne? Ja, bitte. Trifft auf die 4. Nee, gar nicht.
trifft auf die 3. Bei 4 Wunden zieht es noch nicht ins nächste Bracket. Aber die 5 Plusen sind eigentlich die relevanten Dinger. Okay. Verwund tue ich auf die 3 Plus. Jo, das heißt ein Rüster. 4er Safe. Steht. Der steht. Dann 2W3 tödliche. Sind 3 tödliche Wunden. 3 todlose Diener. Damit ist der Knight of Shrouds durch. Der ist weg. Und man muss der Fairness halber sagen, du hast keine Chance mehr reinzukommen nach dem Missionsdesign. Weil, wie gesagt, also die Zone ist bis hier vorne gezogen und weiter als 9 Zoll. Er muss vom Rand reinkommen. Da gibt es einfach keinen wirklichen Platz mehr. Wir haben das mal ausgemessen. Dementsprechend haben die Gloom Spite Gits einen glorreichen Sieg errungen. Und werden das Ding jetzt hier aufmampfen. Epic Handshake und kleine Postgame-Show. Am Anfang der Postgame-Show, ich zeige einmal, was eigentlich ja noch alles hätte reinkommen sollen. Einfach nochmal als kleinen Reminder. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass der Schwarzer gleich von hinten jetzt nicht so richtig passt. Aber das wäre eigentlich noch mit in der Armee gewesen. Konnte nur halt nicht mehr so richtig draufgestellt werden. Weil die Ecke hier vorne halt auch nicht so ganz die größte war. Jetzt natürlich die Frage, war das eine kluge Wahl, was du hier vorne hingestellt hast? Oder hättest du da besser härteres, potenteres hinstellen können? Genau, das ist die Frage, weil die Grimghast Reaper sind zwar im Schlag härter, ja, haben aber auch nur ein 4er Safe. Ja. Und nachdem du mir den Charakter da rausgezogen hast, wären die wahrscheinlich genauso schnell gestorben wie die Chainrests, weil die nur einen Lebenspunkt haben. Könnte sein, ja. Das heißt, die haben zwar mehr Output, aber um den Output entfalten zu können, müssen die halt zuerst zuschlagen. Ne? Ich glaube, was ich anders gemacht hätte, so von der Aufstellungszone, also Aufstellungszone war halt, ja, die 24 von hier. Ich hätte weiter vorne. Die 24 von da, genau. Ich hätte hier hinten viel weiter, glaube ich, outgespreadet und die Nasenbären hier vorne reingesetzt, weil dieser riesige Impact durch den Tunnel, der war quasi eigentlich der Game Maker, dass die reinkamen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt bis hier vorne gestanden hättest, dann hätten die sich durch das Tor quetschen müssen und dann wäre nicht viel reingekommen. Außerdem hätte ich noch den Vorteil gehabt, ich hätte ja selber hinten Truppen holen können. Und du hättest hinten deine Truppen holen können. Genau. Und sag mal, dann so viel Platz oder Platz zustellen, dass meine Spider bzw. die Spider nicht hätte reinkommen können. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen, als direkt Gespensterparty ums Ziel zu stellen. Korrekt, wobei ich statistisch aus den letzten Spielen auch mit mehr Output von den Chainrests und von den Spirit Hosts gerechnet hätte, weil die haben ja schadenstechnisch quasi gar nicht. Das ist richtig, ja. Also von daher. Die Netze sind da, finde ich einfach. Ja, gerade bei deinen. Die Chainrests haben die richtig runtergezogen. Ja. Bei den Spirit Hosts ist es noch nicht so wild, weil. Da hoffst du eher auf die Mortal Wounds. Eben, genau. Aber da war auch nicht wirklich was dabei jetzt. Nee, die waren auch nicht so großartig. Wie gesagt, also ich sag mal, von deiner Aufstellungszone her. Ja. Hätte definitiv. Dass der Platz hier vorne frei war und dann der Roll-Off hingehauen hat. Ja. Das war. Das war der Knockout. Das war der Schnitt durch die Achillesferse. Ja. Krasses korrekt. Ding. Ja. Wie war es als Gegner so, erste Runde gegen Gloomspite Gits? Ich finde, die sind zwar hart, aber alleine schon dadurch, wie die benannt sind und wie die Effekte im Spiel dann funktionieren, finde ich, wird dieses Härtelevel eigentlich, das fällt im Spielspaß nicht zu Lasten, weil halt unwahrscheinlich viel dabei ist, was einfach so random ist und was dann was halt auch total in die Hose gehen kann in dem Moment. Und ich finde, so eine Armee kann man es deutlich besser verzeihen, wenn dann mal alles gut geht, als so eine Armee, wo du einfach ohne Plan loslegen kannst und sofort alles hinhauen. Ja, das ist richtig. Weil ich weiß halt, man hat immer im Hinterkopf, gut, es hätte jetzt auch die 3x1 sein können bei der Bewegung von den Squig-Reitern. Oder halt bei den Fanatics eine deutlich schlechtere Zahl getroffen hat. Ja, also ich meine, die haben noch eine Formation, die kostet allerdings 140 Punkte, so viel wie die Fanatics. Da darf man 2 bis 3 von den Einheiten entweder Squeak-Hoppern oder von den Boink-Matsch-Typen hier vorne reinpacken. Und dann darf man die 2W6 oder 3W6, die darf man neu würfeln, wenn man sich da mal komplett vergrätscht hat. Aber mit 3 Würfeln, 3 bis 18 Zoll, planbar ist das definitiv nicht. Ich glaube auch, wenn du neu würfeln kannst, könnte das dazu führen, dass du gierig wirst. Als Spieler. Ja, da muss also man sich. Du überlegst dir dann deutlich eher, wenn du eine 7 zum Beispiel hast, was ja eigentlich kein super schlechtes Ergebnis ist, glaube ich, fängst du deutlich eher an zu überlegen, will ich nicht neu würfeln? Bei einer 7 würde ich definitiv neu würfeln. Und kannst dich dann. Aus Gier raus. Ja, genau, aber du kannst dich dann halt noch mehr vergrätschen und
das finde ich einfach unheimlich lustig, jetzt auch als Gegenspieler bei dem Spiel. Ja, Spiele. Das stimmt. Ja. Weil diese Kalkulation betrifft mich als Gegenspieler ja auch, weil ich weiß ja auch nicht, du, wie schnell sind die jetzt dran? Habe ich noch zwei Runden? Und ja, es ist einfach amüsant. Ich finde die Modelle großartig. Und ja. Was ich total geil finde, also wir haben ja hier die Nighthound als Gegenbeispiel gesehen. Die hier sind relativ... Die sind sehr stabil. Relativ robust, ne? Ja. Genau. Also bei den Nighthound habe ich teilweise schon Probleme, wenn ich die mal nicht vorsichtig genug aus dem Gussrahmen trenne. Ja, genau. Also selbst hier bei denen, das hängt alles relativ gut zusammen, weil die Gussrahmen echt so gemacht sind, dass man hier relativ dicke Blöcke hat, die man ineinander steckt und trotzdem noch ein ziemlich cooles modulares System dabei hat. Also das gefällt mir auch alleine von den Figuren ziemlich gut. Und ich finde die halt einfach wirklich so komplett bananig. Ich hatte jetzt im Testspiel gerade bei den Würfen bei denen hier, wo du mega randomized ja irgendwie bist. Ja. Und bei den Fanatics beide Male echt Glück, weil die viel rausgehauen haben oder prinzipiell relativ schnell waren. Wobei aber, ich trotzdem sagen muss, obwohl die jetzt einen guten Output haben, fand ich die als Gegenspieler voll okay. Ja. Also. Ja, das ist richtig. Also, vor allem man weiß, ne, obwohl man ganz viele hat, weiß man eigentlich, welche Profile man hat. Denn das Einzige, was an denen hier vor allem gut ist und an denen logischerweise, oder bei den meisten, sind dann halt hier zum Beispiel die Squeaks und die haben immer ihre zwei Attacken. Ja, die sind halt schlau, die Gobos, ne? Ja. Was ich auch total großartig an dieser Armee finde, muss ich einfach stumpf sagen, ist diese Kombination. Weil das sind alles total coole Modelle, die auch glücklicherweise mittlerweile super zusammenpassen, die man alle vor dem Battletome in die Tonne treten konnte, wenn man so spielen wollte. Weil man konnte ja nur Spider Rider einfach komplett spielen, aber du brauchst 2000 Punkte Spider Rider. Ja. Und hattest dann eine unfassbar lahme Armee. Oder lahm nicht, aber langweilig, weil alles gleich war. Ja. Ähnlich sah es, fand ich immer irgendwie bei denen da irgendwie aus. Was mich total gewundert hat, ist, dass die für eine, ja, ich sag mal, spaßige Nischenfraktion wie die Gloomspite Gits so ein mega krasses Release rauskloppen. Da sind ja irgendwie, weiß nicht, 8-9 Packungen geworden, die stumpf mit dabei sind. Das hier war, wie gesagt, ja, das war ja nur Welle 1. Wir haben noch die Rocker Troggots, die Dankhold Troggots. Genau, den Leader dabei, der Mangler Squeak, der kommt noch. Dann Sniffler. Ja, genau. Dann Goopapalubas oder so echt? Goopapalooza. Ja, das richtig. Ein bisschen anhört wie so ein Festival in Amerika. Genau, wie so Lupalooza. Eine Zungenknoter. Was ich auch nicht mit dran hatte, waren jetzt die Endless Spells. Einfach weil ich wirklich bei den 2000 Punkten einfach alles mögliche Neue, was es an regulären Einheiten gab, nochmal reinpacken wollte. Wie gesagt, zum Beispiel wäre ein Wechsel möglich Fanatics gegen Rerolls. Wobei ich die Fanatics einfach auch saugut finde. Fanatics fand ich auch echt... Also, ich hätte jetzt auch die Fanatics und hier die Bouncies hätte ich als beste Einheit. Ich meine, die grundlegenden Moonclan Grots, die waren zwar saunervig, aber den Output fand ich eigentlich okay, wenn man bedenkt halt, wie viele du mitnehmen musst, um überhaupt mal auf den gescheiten Output zu kommen. Ne? Also darum musste ich da auch teilweise echt kniesern, glaube ich, sogar meine Command Points reinstecken. Weil sobald die 30 geknackt ist, fangen die an halt nach unten zu gehen. Genau, und das war nämlich auch der Punkt, warum ich mich wegen den Grimgast Reapern so geärgert habe, weil die sind ja spezifisch gegen Masse echt gut. Und wenn die da nämlich dann einen Charge machen und dann erstmal die 30er Marke knacken. Ja, das ist richtig. Hat man da schon mal ein bisschen... Wobei ich die Netze waren super. Die haben auf 2 Zoll, also ich habe die alle nach vorne gestellt, aber die machen ihren Effekt auf 2 Zoll und haben 2 Zoll Reichweite. Ja. Mit 3 Attacken in der Masse auf die 4 und auf die 3, das ist schon mal... Ich finde aber schön, dass man die Waffen auch so bunt gewürfelt da reintun kann. Ja, das ist richtig. Das Einzige, wo man wirklich eine eigene Einheit für aufmachen muss, das ist, wenn man schießen möchte. Die Shooters. Sind allerdings auch Battleline. Wobei... Aber ich die Stabbers richtig nice finde. Vor allem dann in Kombination mit dem Loon King und seinem Zauber, dass der dann guckt, wie viele stehen da bei mir in der Ecke und dann geht er ab die Post. Ist schon sehr cool. Der profitiert halt massiv, was die Zauber angeht, von dem großen Blob. Und was man halt auch noch dazu sagen muss, er hat ja als Charakter immer noch den Profit, dass er um einen schlechter getroffen wird, wenn er doch mal versucht will rauszusnipen oder so. Ne? Er wird als Charakter um einen schlechter getroffen, wenn man den rausnipen möchte, weil er eigentlich auch immer in seinem Mob steht. Genau. Und hat nach seinem Rüster auch noch einen Vierer Safe After Safe mit dabei. Genau, was ich für Age of Sigmar Verhältnisse auch echt krass finde. Ja. Also, du kommst ja sowieso schon schwer an Safe After Safe. Ja. Und dann Vierer finde ich schon echt heftig. Also, ja, definitiv.
Und ich finde, der ist mit 220 Punkten nicht wenig, aber ich finde seinen Schuss ziemlich geil. Ja. Der ist jetzt hier, ja gut, er war hier auch ein Stück, hat er das Spiel gelenkt, dadurch, dass ich einen Charakter quasi mit ihm, allerdings dann mit seiner Zauberkraft habe rausbekommen. Aber wenn du, ich sag mal, größere Stormcast, 5 Lebenspunkte Charakter, ja, dann nimmst du einfach in der ersten Runde 3 Leute, jeweils 2 Schuss in die rein, muss ja nur einer durchkommen, dann sind die auf jeden Fall im Laufe des Spiels durch, weil die mal ihre Mortal Wounds bekommen. Dann machst du in Runde 2 auch nochmal und kannst wahrscheinlich dann darauf hoffen, dass der in Runde 3 weg ist. Ich muss halt generell sagen, ich finde, der wirkte jetzt mehr wie der Kommandeur, als wie von dem Stormcast zum Beispiel viele Charaktermodelle wie so ein Kämpferischer. Ja. Der steht eher hinten, bufft die Leute, schmeißt dann, wie du schon sagtest, den Spell dahin oder schießt seine Fernkampfattacke drauf und macht hier und da nochmal einen schönen Zauber, um die Armee zu verstärken. Genau, ja, das macht er. Was auch nicht zum Tragen kam, war sein eigener Spell. Der eigene Spell ist nämlich auch ganz lustig. Der macht W3 tödliche Wunden und wenn der Charakter ein Artefakt mit hat und man holt sich den Zauber mit einer 10+, dann ist einfach das Artefakt weg. Ja. Was ich schon echt fast dreist finde. Ja. Schwupps, Artefakt weg und 10 klingt jetzt erstmal nach viel. Man muss aber sich dabei ja auch einfach bewusst machen, er bekommt sowieso 1 auf alle seine Casting Rolls. Und sobald da der Mond in sein Gesicht scheint, bekommt er nochmal +1 auf seine Casting Rolls. Das heißt, auf eine 8+ mache ich neben dem typischen Arkanengeschoss auch noch mal eben einen Artefakt weg. Was ultra gut ist, wenn du irgendeinen buffenes Artefakt oder sonst was hast. Also, das ist schon. Gerade wenn man sowas da hat wie ich mit dem Nagashisa auf dem Guardian of Souls. Ne? Ja. Das Ding ist essentiell, damit so eine Strategie funktioniert, damit die Chainrasp halt einfach nicht mehr sterben können. Ja. Und wenn der auf einmal auf das Artefakt verzichten muss und dann deutlich weniger regeneriert, ist das bitter. Dann geht er schon mal echt, dann geht er die Luzi ab. Was ich schade fand, dass man in diesem Video jetzt diesmal, ne, also die Squig Herds da vorne, sind eigentlich, wenn man mit Punkten spielt, dann halten die unheimlich gut die Punkte, weil es sind halt 6 Leute mit 2 Lebenspunkten, also größer als jede PP-Einheit, die man normalerweise zum Punktehalten nimmt, dann sind wir immer nur 5. Ja. Dann stehen die auf kleinen Bases, das heißt, man kriegt ja auch unheimlich gut um die ganzen Sachen drumherum. Und so richtig gerne möchte man da auch nicht welche wegschlagen, denn die haben einen Mut von 3. Und wenn man den Mut-Test verholzt, dann bekommt ihr die nächststehende Einheit innerhalb von 6 Zoll. Und hier drumherum auf einer 4+ für jeden Squig, der wegrennt, eine tödliche Wunde, weil die erst nochmal zubeißen. Das heißt, man nimmt als erstes den Treiber weg und dann lässt man einfach die Squigs in den Gegner rein rumseln und dann stirbt er schon. Also dann hast du auch als Gloomspite Gitz Spieler nochmal davon, wenn deine Einheit weggefrailt wird. Ist halt auch schon ganz lustig. Ja. Aber was ich vor allem echt geil finde, ist, dass man für 70 Punkte 14 Lebenspunkte hat. Das ist richtig. Mit den Squig-Attacken, die standardmäßigen Wuchtor -1 haben und halt immer ein Modell dabei hat als alle anderen Standardeinheiten, die man. Und was man halt normalerweise wählt. Die sind ja nicht langsam. Nee. So, die waren ja jetzt nur aufgrund der Bedingungen halt so 5 weit. 5 Zoll, hin. Genau. Ja. Sind keine Renner, aber am Anfang können die sowieso rennen und spätestens, wenn der Mond leuchtet. Ja. Auch das finde ich ganz cool, dass man mit ihm für einen Command. Ich meine, das ist ein bisschen Banane, aber für einen Command Point kann man mit ihm sagen, wo der Mond hingeht. Und dann sagst du, jo, der Mond geht in die Mitte. Und weil der Mond ihm dann ins Gesicht scheint, bekommt jeder Charakter nochmal einen Command Point. Das heißt, du machst das Ding quasi for free. Du hast zwar, also das hatte ich auch in meinem Testspiel, du hast zwar unfassbar viele Kommandopunkte mit, also mehr als du eigentlich brauchst, aber haben beruhigt. Und wobei du jetzt ja auch die Gobberpalooza zum Beispiel noch nicht dabei hast. Stimmt, und genau. Mal einen Loon King. Ich weiß nicht, was da noch ein Befehls. Also, ich habe da Battletoon nicht gelesen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch Befehlsfähigkeiten dran sitzen. Ja, ne? Dachte ich auch. Der Loon King hat noch eine und wenn man für die Squigs kann man ja auch noch den Loon Boss auf dem Giant Squig zum Beispiel mitnehmen. Da kann man die auch ganz gut benutzen. Und zum Beispiel die Gobberpaloozas, die haben. Ich weiß gar nicht genau, wie die Regel heißt, irgendwie Palooza Party oder so ähnlich. Die feiern halt ein paar. Zwei sind Zauberer und 3 haben quasi die gitzige Version von Gebeten mit dabei. Und das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, also ich kann Chartroads dann schön wiederholen. Ich kann alles mögliche Battleshock-Tests und dafür glaube ich da, ne, da braucht man die einfach häufig, weil die haben ja alle irgendwie einen Mutwert von 3 bis 5, wenn es mal hochkommt, da kannst du immer relativ schön da irgendwie dafür sorgen. Ja, dafür ist halt mit Sicherheit auch
unter anderem gedacht. Ja, das ist richtig. Gut, das war auf jeden Fall unsere erste Runde mit den ersten Mannequins der Gloomspite Gits. Postet doch mal eure Eindrücke von dieser Armee irgendwie unten drunter. Also ich finde die echt großartig. Nicht, weil ich jetzt gewonnen habe, also bei meinem Testspiel von habe ich gegen die Stormcast knapp verloren. Die sind also auf jeden Fall halt keine Gewinnbank. Alleine durch die Randomness als solche. Ja. Aber einfach, weil die so unfassbar beknackt sind. Also ich stehe total drauf, hier Boing 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 zu rufen und mit denen Boing 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 durch die Gegend zu hüpfen. Auch wenn man Boing 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 jetzt nicht gesehen hat, aber die machen halt die ganze Zeit Boing Boing Boing. Mega geil. Und Boing Munch finde ich auch geil. Ja. Also mega gut. Die sind eine total lustige Armee, die sich aber gleichzeitig auch echt gut spielen lässt. Ich bin mal gespannt, wie das mit denen weitergeht, weil die fühlen sich so ein bisschen an wie, wenn man 40k kennt, der Genestealer Cult, als er rausgekommen ist. Absolute Randomness, ist es gelaufen, dann haben die alles weggezogen. Läuft's nicht, dann kriegst du halt mal so richtig, richtig einversohlt. Ich bin mal gespannt, wie das hier bei denen dann in einem halben Jahr oder so ausschaut. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, die anderen Mannequins aus der zweiten Welle auszuprobieren. Die basteln wir gerade noch zusammen und bepinseln die manchmal ganz schnell auch die zweite Welle da irgendwie spielen können. Vor allem auf dem Mangler-Squid, da freue ich mich. Ich finde die Miniatur auch unwahrscheinlich geil. Ich finde es regeltechnisch auch unwahrscheinlich lustig, was die da gemacht haben. Ja, klar. Zwischendrin wird er schlechter und zum Ende hin wird er wieder genauso stark wie genau. Am Anfang, weil er schlechte Laune bekommt. Also, geil. Alleine schon solche Sachen, das finde ich unwahrscheinlich großartig. Und ja. Von daher. Ja. Beim nächsten Mal spielen wir dann auch eine reguläre Mission, weil, ich sag mal, das muss man auch sagen, das war jetzt die Mission aus dem Gloomspite Gits Battletome. Die sind ja immer so ein bisschen narrativ dahingehend, um einmal die Armee einzuführen und dementsprechend so ein Setting haben, wo die natürlich auch hart Party machen und relativ, ich sag mal, von ihrer Schokoladenseite gezeigt werden. Dementsprechend war dann hier halt einmal so, ne, das Feld, wo sie dann hinstürmen mussten etc. Aber wir zeigen demnächst natürlich auch ganz normale Missionen mit denen. Aber ich denke mal, so zum Einstieg war es gar nicht schlecht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn demnächst meine Boing Boing Boings hier vorne durch die Wälder hüpfen. Das wird total schön. Dann hört man nur noch fröhliches Gekicher irgendwie da raus. Ist auch das Teil hier vorne dann im Einsatz. Wobei, der zum Beispiel ist für mich der Teil, der für die Art und Weise, wie ich die gerne haben möchte oder ich die spielen möchte, der nahezu uninteressanteste Teil. Weil vollständig innerhalb von 12 Zoll muss ich keine Battleshock-Tests machen und ich bekomme Stabbers und Shooters wieder. Als ist dann eine Einheit komplett weg. Und dann bekomme ich die Hälfte der Modelle, die rennen dann da raus. Das darf ich pro Einheit einmal im Spiel machen. Ist, glaube ich, eine ziemlich geile Kiste, wenn man ganz, ganz viele Moonclan-Grots von früher hat. Und ausschließlich oder sehr, sehr viel von den Stabbers und von den Shootern spielt. Aber ich fand vor allem diese... Ich stehe total auf die Squicks, ich stehe auf die Spinnen und so eine schöne große Einheit. Grotze ist super, aber nur, wenn man auch wenn da dazu sagen muss, kostenlos. Ja, das kann man immer kostenlos an Punkten nehmen. Sieht auf jeden Fall geil aus. Kostenlos ja. Ein geiles Geländestück hinstellen. Ja, das stimmt. Du noch, selbst wenn du keine Boni dadurch bekommst. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Das ist richtig. Einfach mitnehmen und zeigen hier, Leute. Der Mond ist aufgegangen. Genau. Und jetzt scheint er euch ins Gesicht. Schön, ja. Das waren wundervolle Abschlussworte für unseren ersten Battle Report mit den Gloomspite Gits. Wir hoffen, dass euch das Video ähnlich gut gefallen hat, wie auch die Stimmung bei den ganzen Grotzen hier waren. Die sind jetzt ordentlich am Jubeln. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Sagen bis zum nächsten Mal. Immer fein. Weitermoschen. Yo.